und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 19. Ja, ne? Wir landen immer hier unten auf dem Hof. Ist ja nun nicht das Schlechteste, also von daher. Los, lass uns mal gucken, was wir gemacht haben gestern. Wir haben gestern Weizen angepflanzt. Dann habe ich hier das hier so wunderschön ordentlich hingestellt. Da steht der Trecker noch mit der Sämaschine. Da ist sogar noch was drin, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja, das hat hier unser Helferlein den Rest gemacht, ne? Wo wir gar nichts mit zu tun hatten. Hat die falschen. Lass uns doch mal gucken, ob in der Sämaschine noch was drin ist. Dann können wir vielleicht das Feld auch noch sehen. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Und uns fehlt hier vorne das Gewicht, ne? Das haben wir im Dreck verloren. Wir probieren es einfach mal. War das eben auch schon so? Oder warum ist denn das jetzt nur zur Hälfte da? Wartet mal. Bleib mal stehen, steig mal aus. Alter, was eine Ansicht, ne? Das Feld ist total schepp. Ist das normal? Wir haben doch das ganze Feld. Für klein. Das ganze Feld eingesät. Ich nichts weisen. So, jetzt will ich mal. Hubala, was gucken? Ajo, da ist doch noch was drin. Warte, ich muss hier auch mal. Aufs Feld kommen. Ohne Gewicht, nur tolle Wurst. Gut, dann ab dafür. Dann werden wir hier auch noch Weizen drauf machen. Also Leute, wie wir was kaufen und so, ne, das weiß ich alles überhaupt noch gar nicht. Aber, das wird sich alles finden. Aber solange wir jetzt hier noch Zeugs haben, denke ich mal, machen wir jetzt einfach mal das da drauf. Und dann können wir uns immer noch... hallo. Immer noch da... Nee, andersrum. Immer noch da drum kümmern. So. Weiter geht's. Dass der nicht gerade auf dem Feld fahren kann. Also wir können es nicht. Der kann es vielleicht. Guck mal, wie der hin und her schaukelt. Ich nehme an, dem fehlt ganz einfach... dem sein Gegengewicht, ne? Bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis das gewachsen ist. Und was wir, wenn wir das dann verkaufen, was wir dafür kriegen. Das muss man ja auch erstmal wissen. Ja. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder ein Helferlein und so, ne, aber da habe ich echt keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ich würde das schon gerne selber machen. Ne? Das ist zwar langwierig, sage ich jetzt mal, aber muss ja, das muss gemacht werden. So. Warum das Feld da aber jetzt nur zur Hälfte wächst, das verstehe ich nicht.
Okay. Und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir echt mal gucken, ob wir dieses Gegengewicht da in irgendeiner Form wieder an den Trecker dran kriegen. Wie auch immer, ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Das muss ja. Hoppala, was mache ich denn? Muss ja irgendwie angeschubst werden, ne? Damit das umkippt. Also in die richtige Seite umkippt. Auf die ri richtige Seite. Also man hat hier aber auch einen mega schiefen Blick, ne? Weil das Feld so schepp ist. Raff ich nicht. Raff ich nicht. Wo willst du denn hin? Okay. Alter, ziehe ich echt den Hut davor, ne? Vor den Bauern, die das tagtäglich Jahr ein Jahr ausmachen, ehrlich. Ich meine, sicherlich, ne? Die haben große Maschinen und solche Sachen. Ne? Und das sind Arbeitserleichterungen. Das ist ja nicht mehr wie im 18. Jahrhundert, dass sie alles mit der Hand aufs Feld bringen müssen, ne? Aber es ist sicherlich trotz alledem anstrengend. Wir haben einen Bauer hier in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, wie groß dem sein Feld ist. Bald wie ein kleines Dorf. Also da wird ein kleines Dorf reinpassen. Da ist der den ganzen Tag und noch einen Tag unterwegs, ne? Wenn der da die Ernte ausbringt. Also wenn er die Felder einsät. Oder halt eben auch, ne, wenn die das abernten. Ist unglaublich, ehrlich. Wir haben ja unseren ersten Weizen, haben wir ja da in dieses Ding drin gekippt, ne? Und irgendwo habe ich gelesen, dass man das auch von dort aus verkaufen kann. Muss ich echt mal gucken, wie das funktioniert. Man muss schon mal zu Fuß hingehen und mal Lugi-Lugi machen. Hund? Wo ist ein Hund? Der sitzt bestimmt irgendwo und wartet auf uns. Das ist zum Abholen bereit. Ich meine, der im Vorspann, ne, der hat ja auch einen Hund. Ich will auch einen Hund haben. Boah, ich sehe nichts.
Und das mit diesem Helferlein von gestern, ne, das ärgert mich schon ein bisschen, ne? Wie viel ist denn das jetzt gewesen? Ja, gut, das waren 100. Was? 67. 70. 700. 177. So rum ist es richtig. Aber trotzdem. Da hätten wir vielleicht schon wieder eine Schippe voll Weizen für gekriegt. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß alles nicht hier in dem Game. Ja, und wenn das hier nicht schon alles so bereit gestanden hätte, dann hätte ich erst mal gucken müssen, wo man das ganze Krempel kaufen kann. Da wäre ich doch schon wieder völlig aufgeschmissen gewesen. So, noch zwei Bahnen, denke ich mal, und dann ist das durch. Ich weiß nicht, das andere Feld, wo das Stroh drauf liegt. Nee, andersrum, so. Wir haben ja nun keinen Ackerflug, ne? Ich weiß nicht, ob wir das untergruppern können oder was. Oder ob ich jetzt erstmal schnell eine Strohpresse kaufen soll. Oder überhaupt einen Ballenpresser. Ich weiß doch nicht. Aber wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil Trecker haben wir im Moment genug, ne? Das sind, wie viel sind denn das? Wir haben Mähdrescher und wir haben, glaube ich, drei Trecker und einen Anhänger. Eine Sämaschine und ein Grubber. So, oh, Alter, guck mal, Junge, haben wir das nicht toll gemacht. Tada. So, ab dafür. Jetzt fahren wir erstmal da runter. Ist das nicht eingesät hier oder ist das ein Grafikfehler? Das sieht man ja auch so gut, ne, ob das eingesät ist. Das ist eingesät. Geh mal da raus. Huch, nee, wo bist du denn daheim? Naja, nun klar, das ist eingesät. Sonst würde man ja... Was macht denn der? Kriecht der auf dem Fußboden rum oder was? Weil das Eingesäte, das ist ja dann... War das heller oder dunkler? Heller, ne? Das ist eingesät. Raff ich nicht. So, jetzt bringe ich den Schlepper da runter. Häng die Maschine ab. Mach mich mal auf das Gitter da drauf, wo wir das Korn reingeschmissen haben. Ich weiß ja nicht, ob wir da in irgendeiner Form was machen kann da. Ob man da irgendwas anklicken kann. Nee, rückwärts. Rückwärts. So. Absetzen. Warte. Und. Nee, das ist das. Das. Nee, das ist rauf und runter. Ist mir klar. Kuh. Immer noch Kuh. Nein, Kuh. So. Gut, jetzt haben wir den Trecker daheim.
aussteigen. Sind das beides dieselben oder was? Ja. Gut. Hier ist ein Gewicht. Hier haben wir den Trecker mit dem Hänger hinten dran. Was? Achso, das ist wieder die Flacke, die da so Geräusche macht. Muss ich immer was gucken? Ja, gut. Oh. Guck mal, da liegt der Weizen drin. Seht ihr das? Ja. Das ist wohl das Silo, nehme ich an. Kann man hier hoch? Und wenn, weiß ich nicht, wie es geht. Gut, ich will mal... wo ist denn hier die Karte? Geh weg. Leute, wo sind wir? Wir sind hier unten. 24, 25 und 26, das gehört uns. Hier sind wir? Ja. Das ist unser Haus. Und die 19 gehört uns auch, oder was? Ist da drunter noch ein Feld? Klar, hier hinten. Hier ist aber... nicht mit. Hier ist auch... gar nicht. Ja, dann müssen wir das hier auch grubbern. Erst grubbern und dann einziehen. Alter, ist das ein großes Feld. Das sind wir 100 Jahre unterwegs. Wisst ihr, wir können hier nicht in diese Häuser reingehen, ne? Und, da, wo ich mir dieses Video angeguckt habe, also nur ganz kurz, ich glaube, die ersten 3-4 Minuten oder so, ich wollte mich ja nicht spoilern, ich will ja selber doof in so ein Spiel reingehen, da konnte man in die Häuser reingehen. Ja, ich weiß nicht. So, man kann auch hier offensichtlich keine Scheunen nicht aufmachen oder so, dass man die Gerätschaften irgendwie, klar, die könnte man da drunter stellen. Aber ansonsten... fahr du mal weg da. Musst du mal aus dem Weg gehen. Ja, tolle Wurst. Dann können wir, damit das auch was wird, ich fahre mit dem Gewicht an dieser Karre mal da hoch zu dem anderen Gewicht vielleicht. Das war hier drüben, ne? Vielleicht kann ich das ein bisschen kippeln, anschieben oder irgend so. Da liegt es. Dass es sich wieder auf die... aber das glaube ich nicht. Pass auf, dann hängen wir uns noch das zweite Gewicht auch noch ab. Dann legen wir das auch noch hier schön daneben. Guckt mal! Es ist, sitzt genau richtig! Jo, wie geil! Jetzt schön vorsichtig, dann hole ich das jetzt auch gleich heim. Damit das nicht wieder in irgendeiner Form da so... oder weiterhin da so einfach so im... bleib stehen. Im Feld rumliegt. Oh, wie geil ist das denn? Das ging jetzt aber easy. Halt, da müssen wir anders drum. Wir müssen von der anderen Seite kommen.
Oh, ob das denn jetzt anzukuppeln geht, das ist die zweite Frage, ne? Volle Konzentration. Oh, das darf ich ja nicht. Das darf ich nicht. Der Eingangssong von diesem Game ist ja mal mega geil. Darf man aber nicht. Deswegen musste ich den auch wieder wegtun. Und habe den dann auch komplett rausgenommen. Der ist im ersten Teil zu hören. Am Anfang. Und habe ihn durch ein anderes Lied ersetzt. Darf man nicht. Das ist nämlich Urheberrechtsverletzung gewesen und das wusste ich nicht. Ich dachte, dass das Lied ja ist in diesem Game drin, also darf man das halt eben auch spielen. Ne? Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob ich darf oder nicht darf oder weiß der Geier was, ne? Oder in China fällt ein Fenster zu. Ich habe es einfach gemacht. Aber es war definitiv nicht richtig. Bin ich gleich von YouTube verwarnt worden. Aber gut. Tja, meine Lieben, wir kommen aus der Feldarbeit nicht raus, ne? Wir müssen jetzt das Feld da auch noch grubbern. Wenn der das Saatgut noch reicht, dann müssen wir tatsächlich auch da noch Weizen drauf tun, weil im Moment haben wir ja nichts anderes und wir müssen ja irgendwie zusehen, dass wir zu Geld kommen, ne? So, ich bin mal gespannt. Seh nix, seh nix, seh nix. Stopp, stopp, stopp. Oder ist das schon gekruppert? Das sieht so aus, als sei es schon gekruppert. Dann runter vom Feld. Dann hole ich die Sämaschine. Ja, und dann haben wir dann nur noch das Sorgenkind da, wo ich nicht weiß. Oh, diese Flagge. Was ich damit machen soll. So. Nee, andersrum. Jo, sehr schön. So. Und dann ab dafür. Mal sehen, ob sie es einsehen lässt. Dann gehe ich davon aus, dass das gekruppert ist. Weil das sah so buckelt ein Loch aus. Und da habe ich mir so gedacht, nö, das ist vielleicht noch nicht so weit. Alter, 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 alter. Hey, 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 hey. Würde so ein Helferlein so fahren, dem würde ich was erzählen. Oh, ich sehe nichts durch diesen Baum, ne? So. Absenken, anmachen und Feuer, Marianne. Ja, guck mal an. Müsste man doch eigentlich gerade Bahnen hinkriegen. Ist doch wie beim Tapezieren. Wenn die erste Bahn gerade ist, sind alle anderen Bahnen auch gerade. Und so ist es doch hier auch nicht anders. Ja, und ist die erste Bahn schief, ist alles andere auch schief. Sehr cool. Wie viel ist denn da noch drin? 72%. Ah jo, wir haben schon zwei Felder damit gemacht. Da werden wir das ja wohl auch noch hinkriegen.
Ja. Nein. Nein. Nee, so wird das nichts. So wird das nichts. Ich sehe es nicht. So, und weiter geht's. Dach ja, das ist nur eine Sache der Übung. Wenn wir es dann nämlich erstmal richtig können, ne, dann ballern wir über die Felder im Blindflug. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Wieso ist denn der hier? Ne? Was macht denn der hier jetzt? Ja, am Anfang war ich auf der Reihe ganz schön schepp, ne? So. Okay, boah, guckt euch die Reihe da an. Sieht aus, als wenn wir wollten und könnten nicht. Ja, auf dem Gitter bin ich gewesen, ne? Ich wollte gucken, wie man das verkauft. Dass es drinnen liegt, haben wir auch gesehen, aber weiter haben wir nicht geguckt. Ist ja fürchterlich. Wir haben ja noch Geld. Es ist ja nicht so, dass wir arme Leute sind, wie man das so schön sagt. Also zumindest hier nicht im Game. Ist auch so eine schiefe Hütte hier. Ey, nicht schief, nicht schief. Mich würde interessieren, ob es hier auch Wetterwechsel gibt, ne? Weil da oben ist eine Sonne und die Wolke ist ziemlich grau unterlegt. Ob es hier auch regnet? Das wüsste ich gern. Aber das werden wir noch erleben. Weil das so realistisch, wie das ja schon hier rüberkommt, ne? Da wäre es schade, wenn es kein Wetterwechsel gäbe. Oder auch Jahreszeitenwechsel. Weiß ich nicht, ob es das hier gibt. Das wäre voll cool. Wo sind wir daheim? Ich sehe nichts. Sehr geil. Boah, guckt euch mal an, wie gerade die Reihe da ist. Ist das geil oder ist das geil? Weizen sehen in Perfektion. Sehr geil. Freue ich mich schon drauf, wenn wir die erste dicke, fette Kohle haben.
mal gucken. Ich weiß, als ich das mit meinem Sohn zusammen gespielt habe, da gibt es auch viele Mods für dieses Game hier, ne? Und da haben wir bei der Bank Kredite aufgenommen, wie die gestörten. Und haben dann Windkraftanlagen hingestellt. Und so eine Windkraftanlage, die produziert pro Minute, tralala, keine Ahnung was, wie viel Geld. Und da haben wir die ganze schöne ländliche Gegend mit diesen Scheißdingern dazu gebaut. Das sah hinterher überhaupt nicht mehr schön aus. Auf jeden Fall dick fett Kredit geholt und dann halt eben richtig Kohle gemacht mit den Nein! Das hat er bestimmt wieder am Flachmann genuckelt hier. Und dann halt eben, ne, mit diesen Windkrafträdern da die ganze Gegend versaut. Es sah einfach nicht mehr schön aus. Ganz fürchterlich. Ja, meine Lieben, wir sind schon längst über die Zeit. Ich bin hier so voll am Guck doch mal da, was ich da gemacht habe. Naja, wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zuschauen. Weiß nicht, ob ich das jetzt noch schnell fertig mache. Ich denke, ich werde das Feld ganz schnell noch selber einsehen. Nochmals, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommi da. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Oder lasst mir ein Abo da. Bis dann. Ciao.